Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Die Gewalt bei den seit Tagen andauernden Unruhen in Kasachstan ist weiter eskaliert. Sicherheitskräfte schossen in der Wirtschaftsmetropole Almaty auf Demonstranten. Im Staatsfernsehen war von Dutzenden eliminierten Angreifern die Rede. Russland schickte nach einer Anfrage des autoritär regierenden kasachischen Präsidenten Tokajew Soldaten in die ehemalige Sowjetrepublik. Die Regierung in Moskau macht ausländische Kräfte für die Proteste verantwortlich. Die EU rief zu Zurückhaltung auf. Bilder von heute früh aus Kasachstans Wirtschaftsmetropole Almaty. Mitten in der Innenstadt eröffnen Sicherheitskräfte das Feuer. Man habe in der Nacht Dutzende Unruhestifter getötet, so heißt es von Seiten der Behörden. Den fünften Tag in Folge dauern die Proteste und Unruhen an. Gestern hatten die Protestierenden den Sitz des Bürgermeisters von Almaty gestürmt. Nach Angaben des örtlichen Fernsehens sollen bei den Unruhen auch 12 Polizisten und Soldaten ums Leben gekommen sein. Kasachstans Präsident spricht von Terrorismus. Die Demonstranten widersprechen. Liebe Journalisten und Blogger, es werden alle möglichen Versionen erzählt von dem, was hier passiert. Ihr müsst verstehen, niemand hier will töten. Aber auf uns alle wurde geschossen. Dann zeigt er das Loch in seiner Kapuze. Auslöser der Proteste war eine Verdopplung der Preise für Autogas. Viele in Kasachstan betreiben ihre Autos mit Gas. Doch der friedliche Protest ist längst eskaliert. Im öl- und gasreichen Kasachstan leben viele Menschen in Armut. Präsident Tokajew hat mittlerweile das Ausland um Hilfe gebeten. Kasachstan ist Mitglied eines von Russland geführten Militärbündnisses, zu dem auch 4 weitere ehemalige Sowjetrepubliken gehören. Die ersten russischen Soldaten machten sich heute auf den Weg in Richtung Kasachstan. Sie sollen, so heißt es, helfen, die Lage zu stabilisieren. Einen Tag vor der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie bleibt die Lage angespannt. Deutlich steigende Zahlen befeuern die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht und neue Kontaktbeschränkungen. Aus den Ländern werden die Rufe nach möglichst einheitlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante laut. Für ein maßvolles Vorgehen setzt sich FDP-Chef Lindner ein. Die Schließung von Schulen und Betrieben müsse auf jeden Fall verhindert werden. Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic, der von australischen Behörden in einem Quarantänehotel in Melbourne untergebracht wurde, geht gerichtlich gegen die ihm verweigerte Einreise nach Australien vor. Sein Visum war nach der Ankunft gestern storniert worden, weil er keine Corona-Impfung nachweisen konnte und die örtlichen Behörden seine medizinische Ausnahmegenehmigung nicht akzeptiert hatten. Ein Gericht in Melbourne will am kommenden Montag entscheiden, ob der Weltranglistenerste im Land bleiben und an den Australian Open teilnehmen kann. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen viele Wolken und von Nordwesten her zeitweise Schnee, in den Niederungen auch Regen. Zunächst im Südosten noch freundlich, später ein paar Auflockerungen. Im Westen -1 bis +6 Grad. Die nächste Tagesschau gibt es gegen 15.55 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.